Ich kenne keinen anderen Bürger, der die Brau- und die Stadtgeschichte hier in Freiberg besser kennt als unser Braumeister Michael. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo er sitzt, ich sehe ihn nicht. Moment mal, hier ist er, Herr Hofmann. Klick auf, liebe Freiberger und Freiberger. Ich scheine so schmal zu sein, dass er mich übersehen hat, meine Damen und Herren. Die Freiberger Stadtgeschichte, die Biergeschichte ist sensationell, meine Damen und Herren. 1156, ein ganz wichtiges Jahr für Freiberg, obwohl es Freiberg, das Christiansdorf, überhaupt noch nicht gab. Warum? In der Mark Meise wurde am Markgraf Otto die Macht. Und meine Damen und Herren, Otto muss ein kluger Mann gewesen sein. Der wusste, Bäume zahlen keine Steuern. Denn das Gebiet, wo wir uns hier befinden, war der Miriquidi, der Dunkelwald. Hier führten ein paar Passstraßen ins Böhmische, das war alles. Um 1162 hat er diese Gegend hier besiedeln lassen. Und wir wären wahrscheinlich als Christiansdorf heute noch genauso schön wie unsere Nachbardörfer. Bertelsdorf, Tuttendorf. Wenn nicht im Jahre 1168 die Händler, die aus dem mitteldeutschen Raum waren, ins Böhmische transportierten, unten am Schiebschenberg etwas Silberglänzendes gefunden hätten. Silber. Und Markgraf Otto organisierte das. Was machte er? Er holte Bergleute aus dem Harz hierher. Handwerker aus Thüringen, aus Franken. Und Freiberg entwickelte sich, meine Damen und Herren, ganz schnell zur größten und reichsten Stadt der Mark Meißen. Freiberg war größer als Dresden, größer als Leipzig. Und von dem Nest Berlin hat überhaupt noch niemand gesprochen, meine Damen und Herren. Es hätte alles so schön sein können in dieser Stadt mit Bier, mit Bergbau. Warte mal. Wenn wir nicht eine jetzt kleine, hässliche Stadt... Jetzt muss ich mal dazwischenschreiten, hier als Braumeister Arimus, Dippoldiswalde, muss ich erst mal widersprechen. Also höchstwahrscheinlich ist unser Ort schon viel älter. Schon 930 soll es auf den alten Dippold zurückgegangen sein, der Ort. Und unsere Brautradition ist ja damals schon mitgekommen. Erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts kam ein bisschen Freiberg, wie wir uns ja ein paar Schächte aufgemacht haben. Haben Sie das gehört? Unser Bier ist viel älter. Legenden, sagen Gerüchte. Nichts ist verbrieft, meine Damen und Herren. Das spielt doch gar keine Rolle. Wir sind die Älteren. Wir haben ältere Rechte. Ihr verkauft. Ihr hier mit eurem Silber, ihr könnt euch da bei uns gar nicht sehen lassen. Ihr verkauft uns und euer Bier nicht bei uns. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr verkauft euer Bier in Dresden. Nee, nicht das. Der Geschmack von eurem Bier ist genauso wie das Elbwasser, die merken. Das kann doch nicht sein, meine Damen und Herren. Also bei uns möchten wir unser Bier verkaufen. Und wenn ihr es wagt, hier weiter Bier zu verkaufen, dann gehen wir vor Gericht und dann werden wir sehen, in letzter Instanz werden wir Freiberger hier siegen. Das wollen wir aber. Ein der Landesherr. Diesem unsäglichen Streit wird jetzt ein Ende gesetzt. Und was ich sage, ist Gesetz. Nach vorausschauender und reiflicher Überlegung führe ich, Heinrich der Erlauchte, Markgraf von Meißen und der Ostmark, Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf von Sachsen, folgenden Richterspruch herbei. In Anwesenheit der Zeugen wird entschieden, dass auf allen gewinnbringenden Freiberger Zechen nur noch freibergisches Bier ausgeschenkt werden darf. Außerdem müssen alle Geräte, die für den Bergbau benötigt werden, nirgends anders als in Freiberg gekauft werden. Des Weiteren bestätige ich, Heinrich der Erlauchte, die Rechte der Bürger der Stadt Freiberg, die sie bereits durch meinen Vater Dietrich den Bedrängten erhalten hatten, wonach in einer Bannmeile von Freiberg aus in alle Himmelsrichtungen kein anderes Bier gebraut noch gemälzt werden darf. Die Freiberger Bannmeile beträgt nach heutigem Maß 15,13 Kilometer. So entschieden und beurkundet im Jahr 1266 durch Heinrich den Erlauchten, Markgraf von Meißen und der Ostmark, Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf von Sachsen. Die
Freiberger Bürgerschaft dankt es, 750 Jahre verbrieftes und gesiegeltes Recht, meine Damen und Herren. Und es wäre doch nicht unsere Brauerei, wenn sie es als Anlass nehmen würde, im Jahre 2016 ein neues Bier zu kreieren und seit wenigen Tagesweitern dann ist er auf dem Markt. Ein naturbelassenes Edelkeller, meine Damen und Herren. Und Sie wissen ja, über das Bier kann man sprechen. Noch viel, viel besser ist, meine Damen und Herren, Bier zu trinken. Und deshalb lade ich die Herren hier vorne auf der Bühne jetzt auf und im Anschluss auch alle anderen Damen und Herren mit mir anzustoßen. Herr Markgraf, Herr Oberbürgermeister, Herr Hoffmann und natürlich auch mein Bruder aus Dippoldiswalde, meine Damen und Herren. Danke, der Karl von Schier, ja. Damit er endlich mal ordentliches Bier trinken kann. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir sind in Kursachsen. Was hat unser Kurfürst August der Starke festgelegt? Ohne Trinkspruch, das ist Saufen. Das machen wir natürlich nicht. Hat jemand einen Trinkspruch, anzündet nicht einen. Nach Tageswerk und Mühen zu frohen Festen. Trink Heimatbier, das schmeckt am besten. Prost, meine Damen und Herren. Prost.